Mahlzeit, ich bin's, euer Tigger, und heute gibt's mal eine etwas nicht ganz so gute Nachricht, denn wie Dave Mustaine eben auf der Megadeths Facebook-Seite gepostet hat, hat Dave Mustaine, also er leidet an Kehlkopfkrebs. Das ist eine nicht ganz so gute Nachricht, wenn man nicht sagen würde, eine Scheißnachricht sozusagen. Die meisten Daten 2019 sind definitiv gecancelt, vollkommen zu Recht. Der hat sich da um einige Sachen zu sorgen, die einfach wichtiger sind als Megadeth. Also, jetzt mal ganz ernsthaft. Heißt zwar, es gibt eine 90%ige Erfolgschance, ne? Und ich drücke auch hier mal ganz fest die Däumchen. Wir sollten alle mal die Däumchen drücken. Nicht nur für Dave Mustaine, sondern für alle, die an Krankheiten leiden. Ist eine scheiß Angelegenheit. Gerade so als Mensch der Öffentlichkeit finde ich es sehr gut, dass er damit nach außen geht. Damit stärkt er Leute, die diese Krankheit auch haben oder die ähnliche Krankheiten haben, und zeigt, hier, ich kämpfe, ich krieg's hin, schafft ihr das auch. Also das finde ich einen großen Schritt, den er da gewagt hat. Man hätte die Tour noch einfach so canceln können mit einer anderen Begründung, aber das finde ich echt einen starken Schritt nach vorne. Man kann von Dave Mustaine halten, was man will. Es gibt ja viele, die halten nichts Gutes von ihm. Aber ich muss sagen, Chapeau, wenn ich einen Hut an hätte, würde ich ihn jetzt ziehen. Dave Mustaine, das war ein ganz großer Schritt. Finde ich eine gute Sache, dass man das so zeigt.